Eine Demonstration der anderen Art. Es scheint in Teilen Chinas derzeit so kalt zu sein, dass ein Mann ein mutiges Experiment wagte. Er schüttet einen Eimer Wasser aus, hält kurz die Sohle seines Schuhs hinein und tritt dann gegen das Metalltor in der Einfahrt. Aufgrund der eisigen Temperaturen scheint das Wasser so schnell zu gefrieren, so dass die Schuhe am Tor hängen bleiben. Das Ganze versucht er auch mit seinen Socken und auch diese bleiben am Tor hängen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Mann hierbei nicht erkältet hat.